kenne ich, die Kipka, ist extra aus Bremen zu uns angereist. Er hat an der Uni Bremen studiert und ist tatsächlich Jurist. Wir haben schon ein paar Mal heute gehört, ich bin kein Anwalt, aber jetzt haben wir endlich mal einen Fachmann. Und er wird uns über einige besonders verfassungsrechtliche Aspekte das Thema Hackback aufklären. Herzlich willkommen, Dennis. Applaus. Ja, vielen Dank. Wie man hier schon ganz unzweideutig lesen kann, geht es ums Thema Hackback. Also ich wurde eben schon gefragt, wie es ausgesprochen wird, Hackback. Also ich nenne es jetzt einfach mal Hackback. Hackback in Deutschland. Wer, was, wie und warum? Und das Thema Hackback oder digitaler Gegenschlag hat ja schon so ein bisschen den ganzen Tag heute durchzogen. Und ich versuche das jetzt nochmal aus einer juristischen Perspektive, so innerhalb der nächsten Dreiviertelstunde, so ein bisschen zu beleuchten. Also wer meint natürlich in erster Linie, wer ist dafür zuständig in Deutschland, welche Einrichtung, welche Behörde könnte sowas unter rechtlichen Gesichtspunkten vornehmlich durchführen? Was darf also diese Einrichtung machen, auf welche Art und Weise, wie und warum sollte dieses tun oder es eben nicht tun? Und dieser Vortrag untergliedert sich eben 4 Punkte. Also ich habe das ist jetzt nur so eine Übersicht, also er folgt nicht ganz streng dieser Gliederung, aber einfach mal, um zu sehen, in welche Richtung es geht. Also erstmal so ein bisschen, wo kommt die Idee überhaupt rechtspolitisch her? Also das ist erstmal noch so ein bisschen politischer. Warum diskutiert man dieses Thema Hackback hier in Deutschland überhaupt? Also was sind so die Herausforderungen für die Cybersicherheit, die im rechtspolitischen Sinne diskutiert werden? Und was sind die rechtspolitischen Strategien, die rechtspolitischen Schlüsse, die daraus gezogen werden, eben für die Cybersicherheit, wie beispielsweise neue Gesetze geschaffen werden sollen. Und diese ganze rechtspolitische Schiene ist eben die Grundlage für die ganzen neuen Gesetze und Befugnisse, die Behörden erlangen. Dann das Thema Zuständigkeitswirrwarr für Hackbacks. Also was ist Hackback im juristischen Sinne oder in diesem rechtspolitischen Sinne überhaupt? Was wird da momentan eigentlich diskutiert? Und wer könnte überhaupt dafür zuständig sein, sowas durchzuführen? Und dann kommen wir im dritten Punkt eben zu einem alten Bekannten, also die Bundeswehr. Das wird dann auch ein bisschen ausführlicher in dem Bereich werden, weil die Bundeswehr tatsächlich zumindest dem Reden nach auch organisatorische und technische Strukturen vorhält, um eben diesen sogenannten Hackback durchführen zu können. Und die Frage ist natürlich, wenn die Bundeswehr das theoretisch kann, darf die Bundeswehr das auch? Und falls sie es darf, unter welchen Umständen darf sie es? Also kommen wir auch sehr schnell ins Verfassungsrecht rein, also eben in grundgesetzliche Maßstäbe und Maßstäbe. Und ganz zum Schluss eben Fazit und Ausblick, also da werde ich so eine Art kurzen Wrap-up machen. Dann gibt es noch so ein paar weiterführende Quellen, wenn sich da jemand noch im juristischen Sinne vielleicht auch ein bisschen einlesen möchte. Und dann kommen wir hoffentlich zur Diskussion. Also was ist eigentlich genau passiert? Also ich habe hier mal so ein nettes Zitat, wie ich fand, von Netzpolitik aufgegriffen. Hackbacks stehen schon lange auf der Wunschliste deutscher Behördenchefs, hat man dort getitelt. Und das stimmt eigentlich auch. Also wenn man sich mal die Diskussion der letzten Jahre ansieht, wenn man da so ein bisschen mal durchs Web browset, wird man sehr schnell feststellen, dass da viele Leute schon mal irgendwie was zu gesagt haben und viele Überlegungen getätigt worden sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen heraus und von ganz unterschiedlichen Leuten. Das ganze Thema ist dann eigentlich, kann man sagen, in den letzten Jahren dann auch so ein bisschen eingeschlafen, hat ein bisschen an Fahrt verloren, bis es dann wirklich im Mai letzten Jahres aufgrund von Recherchen des Bayerischen Rundfunks dann wieder an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und weil es eben auch ein Thema ist, was die Leute so ein bisschen entzweit in den Meinungen, ob wir es brauchen, ob wir es können, ob wir es sollten, wo der Sinn des Ganzen liegt, hat es darauf basierend dann eben wieder die weitere Diskussion gegeben. Tatsächlich ist es so, dass die Bundesregierung eine politische Offensive zu diesem Thema geplant hat, das heißt also einen politischen Vorstoß, das Thema zu forcieren. Und dazu hat insbesondere diese Recherche des Bayerischen Rundfunks ergeben, also ich weiß nicht, ob das heute schon mal thematisiert worden ist, dass eben ein internes Konzeptpapier vorliegt,
dass den sogenannten behördlichen Abstimmungsprozess nach einem erheblichen Cyberangriff aus dem Ausland beschreibt. Also wie man da als Behörde oder als Staat drauf reagieren kann. Ich will jetzt da jetzt nicht weiter in die Details gehen, was aber im Wesentlichen von Interesse ist auch für uns, wenn wir das Ganze juristisch betrachten wollen, was will man eigentlich genau machen, was wird eigentlich hier geplant. Das ist jetzt noch kein Gesetz, von dem wir sprechen, sondern erstmal eben nur so ein Konzeptpapier, also so ein nicht mal ein Weißbuch, also einfach eine Strategie. Und da wird eben ein vierstufiges Raster von Gegenmaßnahmen vorgestellt in diesem Rahmen. Das habe ich jetzt mal ganz, ganz grob vereinfacht dargestellt. Also eben, hier sieht man jetzt drei Stufen tatsächlich. Das hat den Grund, weil die ersten zwei Stufen hießen, also die erste Stufe hieß Blockade schadhaften Datenverkehrs und die zweite Stufe war dann Umleitung schadhaften Datenverkehrs. Wobei man da eigentlich sagen kann, juristisch oder auch verfassungsrechtlich, wo wir dann am Ende drauf zu sprechen kommen, macht das eigentlich keinen wirklichen Unterschied, ob man jetzt irgendeinen Datenverkehr blockiert oder ihn umleitet. Wir sind bei dieser ersten Stufe, also ich habe die ersten beiden Stufen somit auf eine Stufe reduziert, eigentlich gar nicht in diesem Thema Hackback, wo wir jetzt drüber sprechen wollen, drin. Interessanter wird es dann schon auf der zweiten und der dritten Stufe, also in dem Konzeptpapier die dritte und die vierte Stufe. Zum einen nämlich diese sogenannte aktive Infiltration fremder Netze, was eben dieses Konzeptpapier beschreibt, also mit dem Ziel, Daten zu verändern, möglicherweise auch Daten zu löschen. Das heißt also tatsächlich schon auf die Integrität von IT-Systemen zuzugreifen. Und diese auch zu beeinträchtigen. Und wenn das alles dann irgendwie nichts bringen sollte auf dieser Ebene, sagt eben dieses Konzeptpapier, naja, wenn wir mehr Maßnahmen brauchen, eben nicht nur Daten- und softwarebezogene Maßnahmen, sondern auch möglicherweise solche, die die Hardware betreffen, dann wird auch vorgeschlagen, dass man in Systeme eindringt, wobei da natürlich auch die Frage ist, Eindringen in Systeme, wo ist da jetzt der genaue Unterschied zur zweiten Stufe mit dieser aktiven Infiltration? Und genannt wird eben in diesem Konzeptpapier auch das sogenannte Herunterfahren von Systemen, was aber dann auch wohl keine abschließende Aufzählung ist, deswegen hier Punkt, 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 Frage, Ausrufezeichen. Also man kann sich wohl auch mehr darunter vorstellen. Aber das ist jetzt eben kein technisches Papier, sondern jetzt ein rein politisches Papier, wie man sich irgendwie so ein Hackback-Szenario von Seiten der Bundesregierung vorstellt. Die Frage ist, wie gehen wir damit rechtlich um? Nochmal ein kurzer Rückblick auf die öffentliche Diskussion, die eben im Zuge dieser Recherchen des Bayerischen Rundfunks dann geführt worden ist. Also es gab natürlich erhebliche Kritik aus der Zivilgesellschaft, was auch nicht weiter überraschend ist. Und die Diskussion, die da geführt worden ist, hat sich dann im Wesentlichen um Fragen der Zulässigkeit, Zuständigkeit und Ausgestaltung dieses Hackback gedreht. Und natürlich, was ein nicht ganz unerheblicher Kritikfaktor ist, den ich aber im Rahmen dieser Präsentation, weil es eben vornehmlich eine juristische Präsentation ist, auch nicht im Detail beleuchten werde, ist eben die Aussage, dass eben allein schon die Aufrüstung, die staatliche Aufrüstung mit digitalen Angriffsmöglichkeiten ein ganz erhebliches Eskalationspotenzial bietet und man daraus möglicherweise schließen kann, naja, Hackback bedeutet vielleicht auch letztlich mehr Gefahren als Sicherheiten, wenn man eben diese ganze Behördenaufrüstung durchführt. Aber das ist eben etwas, was ich hier im Rahmen dieses Vortrages jetzt nicht im Kern beleuchten werde. Was also so gesehen dann Dreh- und Angelpunkt dieser aktuellen Debatte ist, ist eben nicht nur das Problem der technisch-organisatorischen Durchführung, sondern auch vielmehr die Frage nach der Wirksamkeit und damit natürlich auch zugleich der Sinnhaftigkeit von derlei vorgeschlagenen Maßnahmen, aber wie eben schon dargestellt, da werde ich jetzt nicht so viel zu sagen, da kann ich auch gar nicht so viel zu sagen. In diesem Zusammenhang wollte ich auch auf einen Vortrag verweisen, der morgen stattfindet, von Matthias von Glashäusern und Steine werfen, strategische, rechtliche und politische Überlegungen vor dem Zurückhacken, und im Vorfeld hatten wir uns so ein bisschen abgestimmt und ich glaube, er möchte dann eher was zu diesen Themen sagen. Also steigen wir jetzt erstmal ein. Was hat man also vorgelagert vor den ganzen Gesetzen erstmal festgestellt? Naja, also wir haben verschiedene Herausforderungen für die Cybersicherheit und müssen darauf basierend als Bundesregierung verschiedene politische Strategien eröffnen.
dass also das Thema Hackback in der aktuellen technischen und politischen Situation diskutiert wird, ist wenig überraschend. Also ich habe ja eben hier im Rahmen der Podiumsdiskussion gesehen, IT-Sicherheitsgesetz 2.0, IT-Sicherheitskennzeichen, mehr aktive Befugnisse für das BSI, was auch eben thematisiert wird. Wir haben auf europäischer Ebene in den letzten Jahren ganz viel Gesetzgebung in dem Bereich gehabt, also nicht eben nur das deutsche IT-Sicherheitsgesetz und den Entwurf zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0, sondern auch die Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie der EU, die eben den Schutz von wesentlichen Diensten, die eigentlich so synonym mit den kritischen Infrastrukturen nach IT-SIG gleichzusetzen sind, und von digitalen Diensten, zum Beispiel Cloud-Computing-Anbietern oder Online-Marktplätzen. Und jetzt haben wir auf europäischer Ebene letztes Jahr auch den EU Cyber Security Act bekommen, der eben die Befugnisse und Kompetenzen der ENISA, also der Europäischen Netz- und Informationssicherheitsagentur, ausweiten soll und gleichzeitig ein europaweit einheitlich geltendes Zertifizierungssystem für Cybersicherheit schafft, was zurzeit auch gerade von verschiedenen Normungsorganisationen, Unternehmen entwickelt wird. Ja, genau, erstmal ist es noch freiwillig, aber es wird davon auszugehen sein, also es ist eigentlich so gut wie sicher, dass es für bestimmte Produkte oder Produktkategorien in den nächsten Jahren auch verpflichtend wird. Und ich denke, man wird da anfangen, insbesondere im Bereich solcher Komponenten, die eben auch in kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden. Aber es ist richtig, zurzeit ist es noch freiwillig, aber ich glaube, man ist da ganz schnell auf der Ebene, dass man dann für bestimmte Bereiche auch verpflichtend reingeht. Also was eben Quintessenz dieses Ganzen ist, also wir haben irgendwie, also ich meine, IT-Sicherheit ist immer mehr in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt, damit natürlich auch in die Aufmerksamkeit der Politiker und mit den Politikern die Aufmerksamkeit des Gesetzgebers. So. Und deswegen haben wir ganz viele Gesetze, die dazu geschaffen worden sind, auch weiterhin geschaffen werden. Und deswegen ist es eben wenig überraschend, dass man im Zuge dieses ganzen Klimas dieses Thema Hackback eben auch aufgreift. Und wir haben auch in den letzten Jahren massiv gestiegene mediale Berichterstattung über auch erfolgreiche Cyberangriffe, insbesondere aus dem Ausland, gehabt. Und manchmal waren sie auch gar keine Cyberangriffe. Man denke jetzt nur an diesen Doxing-Skandal, den wir jetzt vor in etwa einem Jahr hatten, wo dann ja auch gleich die Frage in den Raum gestellt wurde, naja, Politiker als Gesetzgebungsorgan, als Verfassungsorgan, müssen die ganz besonders, also zum Beispiel Bundestagsabgeordnete, ganz besonders IT-mäßig gesetzlich geschützt werden, damit sowas eben wie mit diesem Adventskalender nicht mehr passieren kann, ist dann zum Glück im Sande verlaufen, dieser Ansatz. Aber es zeigt eben, dass da einiges am Rumoren ist. Und erklärtes Ziel eben dieses Hackbacks ist es insbesondere, solche Cyberangriffe, die aus dem Ausland herrühren, auf die vorgeschlagene Weise mit diesen Treppenstufen einzudämmen und aufzuhalten. Was eben auch darauf zurückzuführen ist, wie in diesem Papier drin steht, dass eben immer mehr fremde Mächte, also Staaten insbesondere, tätig sind, Industriespionage betrieben wird. Man denke insbesondere an diese ganze Huawei 5G-Debatte, die hier in den letzten Monaten ja wie verrückt geführt worden ist, also insbesondere Unternehmen, die hier tätig werden, dass aber auch immer mehr Private im digitalen Raum tätig werden und eben auch, also Hacking als politischer Aktionismus, also Hacktivism betrieben wird. Und wenn man sich da auch mal in diesem Zusammenhang mal den aktuellen Lagebericht des BSI anschaut, wird man schnell feststellen, dass man eben viele dieser Punkte, die jetzt auf dieser Folie ganz kurz zusammengefasst sind, auch in verlängerter Fassung in diesem Lagebericht wiederfindet. Darauf basierend hat eben die Bundesregierung eine neue, mittlerweile schon nicht mehr ganz so neue, Cybersicherheitsstrategie erlassen. Die Cybersicherheitsstrategie kann verstanden werden als politische Blaupause für künftige Gesetze im Bereich IT-Sicherheit. Und die jüngste Cybersicherheitsstrategie stammt aus Ende 2016. Ich glaube, die davor war 2011. Und da wird eben, also es ist ein relativ langes Dokument, aber eine zentrale Aussage, die ich jetzt hier auch mal aufgegriffen habe, die auch für dieses Thema Hackback eben wichtig ist, lautet: aktive Maßnahmen, um das Niveau der IT-Sicherheit in Deutschland und Europa ganzheitlich zu verbessern. Also aktive Maßnahmen bedeutet eben, so verstanden, jetzt nicht nur, dass man passiv auf irgendwas reagiert und Möglichkeiten schafft, eben Cybervorfälle abzuwehren, sondern dass man möglicherweise auch aktiv gegen Cyberbedrohungen vorgeht.
hatte ich jetzt eben schon angesprochen, IT-Sicherheitsgesetz aus 2015 und eben der Entwurf für ein IT-Sicherheitsgesetz 2.0 aus 2019 sind da ganz zentrale Elemente, wobei ich mir auch gar nicht sicher bin, ob das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 so in dieser Form, geleakt wurde im Rahmen dieses Referentenentwurfs, wirklich kommen wird. Weil eben das BMI in meinen Augen da auch so ein bisschen politisch unter Druck steht, was dieses ganze Thema angeht. Dann haben wir die EU-Cybersicherheitsstrategie aus 2017, ganz ähnlich wie die deutsche Cybersicherheitsstrategie, eben eine politische Blaupause, um neue Gesetze machen zu können. Die alte EU-Cybersicherheitsstrategie ist aus 2013 und als Jean-Claude Juncker damals diese neue Cybersicherheitsstrategie vorgestellt hat, war eben das Thema Schutz des digitalen Binnenmarktes. Also die EU möchte natürlich, also sie ist ja vornehmlich eine Wirtschafts- und eine Währungsunion, sie möchte eben sicherstellen, dass digitale Dienste, die eben grenzüberschreitend angeboten werden, sei es jetzt, dass man irgendwie immateriell irgendwas an Services bucht oder sei man, dass man irgendwas im Internet bestellt, dass das eben funktioniert, weil die EU sagt, das ist ganz wichtig für unseren Binnenmarkt, für die Wirtschaftskraft. Und deswegen hat die EU gesagt, naja, es reicht eben nicht aus, wenn wir nur national gegen Cybersicherheitsbedrohungen vorgehen, sondern wir müssen das Ganze natürlich europaweit koordinieren, weil auch nicht die Datenströme an den Grenzen halt machen und brauchen dann irgendwie auch eine transnationale Kooperation zum Schutz dieses digitalen Binnenmarkts. Und ein Kernelement eben zur Umsetzung dieser EU-Cybersicherheitsstrategie ist der CSA, also der Cyber Security Act. Aber wie man sagen muss, diese Gesetze, die ich jetzt benannt habe im Einzelnen, die regeln tatsächlich nicht das Thema Hackback, beziehungsweise sprechen das Thema Hackback auch nicht direkt an. Also es geht eher so, dass man sagt, aktiv muss irgendwas gemacht werden, man muss zusammenarbeiten, die Behörden müssen mehr Kompetenzen bekommen und deswegen gibt es jetzt nicht irgendwie ein Hackback-Paragraphen, wo man einfach reinschauen kann, wo drin steht, unter diesen und jenen Umständen ist eben jene Behörde befugt, den Hackback durchzuführen, der gesetzlich dann das und jenes bedeutet. Also das ist auch eben auch das Problem, was wir im Rahmen der ganzen Debatte da zurzeit haben. Also, was wir haben, sind eben verschiedene politische Vorstellungen. Wir haben dieses Papier, was ja aus diesen Recherchen des Bayerischen Rundfunks dann rausgekommen ist. Also eine politische Blaupause zum Thema. Das ist eine Sache, also den politischen Willen. Aber die konkrete Umsetzung ist eben eine ganz andere Sache. Und ganz zentrales Problem eben dieses Konzeptpapiers, als auch einer früheren Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Es gibt auch einen tatsächlichen Bundestags, also ein Gutachten, das für den Bundestag verfasst wurde vom Wissenschaftlichen Dienst. Wissenschaftlicher Dienst ist letztlich eine Einrichtung, die den Abgeordneten, Ausschüssen in bestimmten Sachfragen zuarbeitet, weil sie einen bestimmten Sachverstand hat, weil man als Abgeordneter sich eben nicht mit allen Themen im Detail auskennen kann. Was eben aber aus diesem Konzeptpapier als auch aus diesem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes von einem Jahr vorher hervorgeht, ist eben diese ganz zentrale Frage, wer ist in Deutschland für die Durchführung der Hackbacks zuständig? Welche Behörde besitzt die rechtlichen und technischen Kompetenzen, um hier tätig zu werden? Damit kommen wir jetzt so ein bisschen auch in den zweiten Teil dieses Vortrages. Was sagt also erst einmal dieses Konzeptpapier, wie soll das Ganze behördenmäßig aufgerollt werden. Wovon ihr sicherlich auch schon mal gehört habt, ist das Nationale Cyberabwehrzentrum, das NCAZ, das gibt es auch schon seit einigen Jahren. Und das steht eben neben einem weiteren Gremium im Rahmen dieser ganzen Hackback-Debatte im Fokus. Das Nationale Cyberabwehrzentrum hört sich jetzt so hochtrabend an, aber letztlich ist es halt so ein bisschen so eine Zusammenarbeitsplattform verschiedener Behörden auf Bundesebene. Also wir haben das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik damit drin, das BSI, das Bundesamt für Verfassungsschutz, den militärischen Abschirmdienst, den Bundesnachrichtendienst, das Bundeskriminalamt, das BKA, das Zollkriminalamt, ZKA, die Bundespolizei und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK. Wenn man jetzt wieder ans Thema Hackback denkt, könnte man ja sagen, ja, irgendwie können ja alle davon, also haben alle irgendwie so ein bisschen so eine Überschneidung zu diesem Thema. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man sich gar nicht so sicher ist, wer das jetzt eigentlich konkret machen soll. Was aber eben dieser Zusammenschluss der Behörden im Rahmen dieses NCAZ machen soll, das ist eben
ein ganzheitliches Lagebild der Cybersicherheit zu erarbeiten. Also wir haben eben diese verschiedenen Akteure, die verschiedene Aufgaben auch haben, was in deren jeweiligen Gesetzen festgeschrieben ist, und haben damit natürlich auch auf das Thema Cybersicherheit ganz unterschiedliche Blickwinkel. Und das soll eben in diesem NCAZ alles gebündelt werden, indem man ein ganzheitliches Lagebild der Nation zur Cybersicherheit hat. Und in diesem Konzeptpapier wird auch gesagt, dass eben dieses nationale Cyberabwehrzentrum letztlich die Entscheidung darüber fällen soll, ob ein sogenannter erheblicher Cyberangriff aus dem Ausland, ziemlich schwammiger Terminus, also bei Juristen würden da jetzt von unbestimmten Rechtsbegriffen oder Generalklauseln sprechen. Also was ist jetzt eigentlich erheblich? Es ist erheblich, wenn jetzt ein Kraftwerk hochgeht. Es ist erheblich, wenn in einer kleinen Stadt die Wasserversorgung nicht mehr funktioniert. Also wo ist jetzt die Erheblichkeitsschwelle? Das wird auch nirgendwo genau gesagt. Aber es wird gesagt, dass eben dieses Gremium darüber entscheiden soll, ob ein erheblicher Cyberangriff aus dem Ausland vorliegt, der den Hackback evoziert, also dann eben den Hackback hervorruft. Und dementsprechend soll dieses NCAZ ausgehend von diesem Konzeptpapier auch befugt sein, darüber zu entscheiden, ob freigegeben wird für einen Gegenangriff oder nicht. Okay, das nehmen wir erstmal so zur Kenntnis. Hört sich ja erstmal nicht völlig unplausibel an, sage ich mal. Und ich hatte eben eingangs schon erwähnt, dann haben wir noch ein zweites Gremium, ein sogenanntes politisches Gremium, das hat keinen richtigen Namen, wahrscheinlich weil die Idee da auch noch nicht weit genug vorangeschritten ist. Also wenn das NCAZ sagt, ja, aus fachlicher Sicht haben wir eben diesen erheblichen Cyberangriff vorliegen und könnten eigentlich jetzt loslegen, reicht das noch nicht aus, weil das Ganze muss dann ja eben noch eine Ebene höher freigegeben werden, nämlich die sogenannte politische Freigabe wird dort dann dargestellt. Und da sollen in einem weiteren politischen Gremium Vertreter von Bundeskanzleramt, dem Auswärtigen Amt, dem Justizministerium, dem Verteidigungsministerium und dem Innenministerium darüber entscheiden, ob sie eben diesen Hackback dann auch politisch freigeben. Okay, wenn jetzt also diese beiden Stufen überschritten sind, also es steht nirgendwo in einem Gesetz, dass das jetzt so gemacht wird, dann soll darauf basierend eben irgendeine Art von Behörde tätig werden. Da wird es jetzt eigentlich wirklich so richtig interessant, wer da eigentlich für zuständig ist. Also wir haben ja eben einen bunten Strauß an Behörden gesehen und fangen da einfach mal mit der ersten an. Also ich werde jetzt einige davon so ein bisschen abarbeiten, die nicht ganz fernliegend sind. Also der Bundesnachrichtendienst, BND. Im Konzeptpapier steht drin, der BND ist für die Durchführung von Hackbacks geeignet, denn er bewege sich unter anderem in IT-Infrastrukturen im Ausland, sammelt konstant Informationen über Cyberangreifer, deren Vorgehen und Infrastrukturen und wertet diese detailliert aus. Eine weitere Überlegung, die dann geschildert wird, ist eben, dass man zusätzlich zum BND noch eine weitere Polizeibehörde einbezieht. Es ist nicht gesagt, welche Polizeibehörde das jetzt konkret ist, also ob es jetzt irgendwie die Bundespolizei ist oder ob man sagt, das ist irgendwie das Bundeskriminalamt. Aber dass eben diese Polizeibehörde und der BND dabei dann irgendwie zusammenarbeiten und diese Polizeibehörde in diese Überlegung des BND zwingend einbezogen wird. Ja, okay, man kann jetzt erstmal annehmen, dass das passt irgendwie soweit, aber da haben wir eben auch ganz verschiedene Probleme. Also die Kompetenzzuweisung an den BND, die ist in meinen Augen äußerst fragwürdig. Fragwürdig deshalb, weil wenn man mal in das BND-Gesetz schaut, was eben die Rechtsgrundlage für sämtliches Handeln des Bundesnachrichtendienstes ist, dann steht da drin, es ist eben eine Nachrichtendienstbehörde mit der Aufgabe, solche Informationen, die zur Gewinnung von Erkenntnissen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik sind, zu sammeln und auszuwerten. Also faktisch bedeutet das, ja, natürlich darf der BND auch im Ausland tätig werden, dafür ist er ja gerade da, und umfassende Informationen über relevante Daten sammeln, auch solche, die eben im Rahmen von Cyberangriffen auf irgendeine Art und Weise Relevanz besitzen, aber darf eben selbst nicht aktive Cyberangriffe durchführen. Und wenn wir auch so ein bisschen in die Geschichte Deutschlands gehen und so ein bisschen auch in einige Jahrzehnte zurück, das ist ja nicht ohne Grund, dass man gesagt hat, naja, der BND sammelt Informationen, aber er ist nicht derjenige, der selbst Exekutivbefugnisse hat, das heißt irgendwelche Leute verhaftet oder gegen irgendwas aktiv physisch vorgeht. Aber soweit wir das hier sehen dann, was hier geschildert wird,
Der BND ist geeignet, weil er bewege sich im Ausland und so weiter, sammelt Informationen. Hier wird ja gerade irgendwie suggeriert, dass der das machen soll. Und das ist in meinen Augen äußerst fragwürdig, auch unter dem Gesichtspunkt eben des Trennungsgebots zwischen Polizeien und Nachrichtendiensten, was so dadurch durchbrochen wird. Und deswegen ist in meinen Augen das keine verfassungskonforme Ausgestaltung, wenn man jetzt sagen würde, der BND müsste Hackbacks im Ausland durchführen, egal ob er es kann oder nicht. Also BND ist so gesehen dann schon mal irgendwie raus. So, dann der nächste Kandidat, Bundesamt für Verfassungsschutz. Was das Bundesamt für Verfassungsschutz machen darf, steht im Bundesverfassungsschutzgesetz drin. Finden wir die Aufgabenzuweisung in § 3, also ich habe das jetzt so ein bisschen runtergebrochen. Die Behörde sammelt und wertet solche Informationen aus, die sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten gegen die BRD für eine fremde Macht betreffen oder solche Bestrebungen umfassen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane zum Ziel haben. Also ganz weit gefasste Zuständigkeitsabgrenzung hier auch. Und man wird irgendwie sagen können, ja, also wenn wir eine Cyberintervention haben, kann sie irgendwie auch Bestandteil geheimdienstlicher Tätigkeiten sein. Sie kann die freiheitliche demokratische Grundordnung vielleicht auch beeinträchtigen oder natürlich auch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährden. Das Problem ist hier eben wieder, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat jetzt nicht per se ein Auslandsmandat, nur weil Gefahren sich auch im Inland widerspiegeln dürfen. Deswegen bedeutet es nicht gleich, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz automatisch auch im Ausland irgendwelche Operationen durchführen darf, selbst wenn es nur digitale Operationen sind. Also Problem, der Bundesverfassungsschutz wird Kraft seiner Zuweisung vornehmlich im Inland tätig und soll hier Gefahren, die eben in diesem Sinne hier bestehen, abwehren. Das heißt also, zwar nicht ganz so fragwürdig wie das Thema BND, aber doch auch schon recht fragwürdig, ob von dieser Aufgabenzuweisung tatsächlich dann auch Hackbacks umfasst sein sollen. Dann einige weitere, also wenn wir jetzt alle hier durchsprechen würden, dann würden wir, glaube ich, nicht richtig zum Ende kommen. Deswegen habe ich jetzt erstmal geschrieben BSI, BKA, und weitere. Also fangen wir erstmal an mit dem BSI. Wie sieht es damit aus? Das BSI ist ausschließlich für die Aufrechterhaltung und Förderung der operativ-technischen IT-Sicherheit und zur Zusammenarbeit mit Staat und Wirtschaft zuständig. Und hierunter fallen gerade keine aktiv geführten technischen Angriffe, die vielleicht sogar Einrichtungen im Ausland betreffen und diese im Zweifelsfall kompromittieren oder zerstören sollen. Also BSI hat eindeutig den Auftrag, IT-Sicherheit zu fördern, aber im Sinne einer Public-Private Partnership, das heißt in Zusammenarbeit mit dem Staat werden neue Lösungen erarbeitet, Unternehmen werden gestärkt, damit sie mögliche Cyberbedrohungen abwehren können. Aber das umfasst natürlich nicht, dass die Behörde aktive Cyberangriffe auch im Ausland durchführt. Also das ergibt sich so aus dieser Aufgabenzuweisung im BSI-Gesetz nicht ohne weiteres. Deswegen eigentlich nein. Bundeskriminalamt, BKA, das BKA, sorry, ist vornehmlich eine Strafverfolgungsbehörde. Also es gibt Computerdelikte im deutschen Strafgesetzbuch, die das BKA auch ermitteln kann und soll. Aber die Behörde soll eben nicht selbst Cyberangriffe im Ausland durchführen. Das fällt eigentlich gar nicht in ihren Zuständigkeitsbereich rein. Das heißt also, BKA ist genau genommen genauso raus wie der Bundesnachrichtendienst. Die Bundespolizei, da wird man letztlich ganz ähnliche Probleme haben, soweit diese im Ausland tätig wird, weil die Polizeien werden ja grundsätzlich nicht im Ausland tätig, sondern sie sind eben auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik beschränkt und haben im Ausland grundsätzlich keine Befugnisse. Deswegen kann einfach nicht die Bundespolizei irgendwo ins Ausland gehen und irgendwelche Datenverkehre verändern oder die Integrität von irgendwelchen Daten beeinträchtigen, geschweige denn natürlich die Frage, ob sie überhaupt die technische Kompetenz dafür hat. Wir haben hier noch ein paar weitere Behörden gehabt im Rahmen dieses NCAZ. Und da muss man sich auch fragen, also wo wir gerade schon beim Thema technische Kompetenz sind, haben die überhaupt die technische Kompetenz? Also beim BBK, da bin ich mir zum Beispiel gar nicht so sicher, ob die überhaupt irgendwie einen Stamm an Personal haben, der in der Lage wäre, technisch eben sowas durchzuführen. Also wir sehen,
bei diesen ganzen Behörden, die jetzt diskutiert werden, irgendwie ist keine richtig perfekt dafür geeignet und bei manchen ist das sogar regelrecht abzulehnen, dass sie eben tätig werden. Wo wir jetzt beim dritten Teil dieses Vortrages wären, ein alter Bekannter, die Bundeswehr, also wir haben gesehen, alle haben irgendwie Probleme, kommen nicht so richtig klar, auch wenn sie im politischen Strategiepapier genannt werden, aber es passt nicht zu deren Arbeits- und Ermächtigungsgrundlagen. Und das, warum dieses Thema Hackberg juristisch auch irgendwie so schwer zu greifen ist, ist eben, dass die klassischen behördlichen Zuständigkeitsabgrenzungen, worunter man juristisch eben differenziert, bei der grenzüberschreitenden Natur einerseits und der Vielzahl von Interessen und Akteuren bei Cyberangriffen irgendwie zu verschwimmen drohen. Also normalerweise sagt man, ja, wir haben irgendwie eine Behörde, die ist zuständig für den Bereich der Prävention, also irgendwie so nachrichtendienstliche Aufklärung, zum Beispiel BND, Bundesverfassungsschutz, dass Leute beobachtet werden, bevor irgendwas passiert, Gefahrenabwehr, wenn also irgendwas schon im Gange ist an Prozessen, man irgendwas sieht, dass man dann sofort exekutiv reagieren kann, da reingreifen kann und was tun kann, ist Aufgabe der Polizeien, also Bundespolizei, Landespolizeien. Und wenn schon irgendwas passiert ist, dann werden ja die Strafverfolgungsbehörden tätig und verfolgen das Ganze gemäß dem Strafgesetzbuch. Also das sind repressive Handlungen. Aber es ist irgendwie nicht so ganz klar bei diesem ganzen Hackback-Thema, wo jetzt eigentlich was genau anfängt. Also sind Hackbacks im Ausland überhaupt als klassische nachrichtendienstliche, polizeiliche oder eben von der Strafverfolgung her repressive Maßnahme qualifizierbar? Und es spricht unter juristischen Gesichtspunkten tatsächlich einiges dafür, dass dem eben nicht so ist. Und wir haben es ja gerade auch gesehen anhand dieser ganzen Zuständigkeitszuweisung. Das passt irgendwie nicht so richtig. Und daher kommt dann die Diskussion ins Spiel. Naja, wenn diese ganzen Behörden nicht funktionieren, dann probieren wir es eben bei der Bundeswehr. Also altbekanntes Thema Bundeswehr und Cyberangriff. Jetzt stellen sich zwei Fragen. Kann die Bundeswehr das und darf die Bundeswehr das? Ja. Der Vollständigkeit halber fangen wir erst einmal mit dem Thema, kann die Bundeswehr das an? Also da hat es schon auch schon generell, wie zu dem Thema Hackback, auch eine lange Diskussion in den letzten Jahren gegeben. Also und man muss sagen, diese Diskussion war umfassend wie letztlich auch fruchtlos, weil wir haben immer noch kein konkretes Ergebnis. 2016 wurde das Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr vorgelegt. Und dieses Weißbuch beinhaltete eben eine grundlegende Strategie für das Tätigwerden der Bundeswehr im digitalen Raum, der in Heeressprache dann als sogenannter Cyber- und Informationsraum, der CIR, bezeichnet wird. Juristen suchen ja immer nach Definitionen von irgendwas. Die habe ich auch gefunden. Also es ist kein Gesetz, ne, sondern erstmal nur so ein Weißbuch. Der Raum, also CIR, ist der Raum, in dem Informationen generiert, verarbeitet, verbreitet, diskutiert und gespeichert werden. Der Cyberraum ist der virtuelle Raum aller weltweit auf Datenebene vernetzten bzw. vernetzbaren informationstechnischen Systeme. Dem Cyberraum liegt als öffentlich zugängliches Verbindungsnetz das Internet zugrunde, welches durch beliebige andere Datennetze erweitert werden kann. Also wird letztlich irgendwo gesagt, alles, was irgendwo in irgendein Netz angebunden ist und Informationen auf irgendeine Art und Weise verarbeitet, fällt unter diesem Begriff CIR, also Cyber- und Informationsraum, der eben durch dieses Weißbuch aufgegriffen wird. Dann basierend auf diesem Weißbuch wurde im April 2017 dann ein neues Kommando der Bundeswehr in Dienst gestellt, das sogenannte Kommando Cyber- und Informationsraum, das, wie es der Name auch schon sagt, eben für diesen CIR zuständig ist. Dann jetzt in etwa 2 Jahre her wurde innerhalb dieses neuen Kommandos das sogenannte Zentrum Cyberoperation begründet. Und das sieht eben, also will man den Ausführungen, auch den Sachen, die da auf der Website öffentlich kommuniziert wird, glauben, verschiedene technische Kapazitäten vor, um Offensivmaßnahmen im digitalen Raum durchführen zu können. Also ergo geht das in diese Richtung Hackbacks. Aber wenn die Bundeswehr tätig wird, stellt sich natürlich, oder wenn sie tätig werden soll, stellt sich natürlich die Frage, unter welchen Bedingungen darf sie tätig werden? Und das Tätigwerden der Bundeswehr in diesem Cyber- und Informationsraum CIR setzt eben voraus, dass die hohen verfassungsrechtlichen Hürden für den Einsatz der deutschen Streitkräfte erfüllt sind, weil dieses Zentrum Cyberoperation ja tatsächlich auch
zur Bundeswehr gehört. Und was sind denn jetzt eigentlich diese hohen verfassungsrechtlichen Hürden? Also wenn wir in diesem Bereich Cyberabwehr, Hackback mal ins Grundgesetz schauen oder generell auch Einsätze der Bundeswehr, dann finden wir eigentlich wesentliche Grundlagen in den Artikeln 26, 35 und 87a des Grundgesetzes. Und da steht unter anderem eben auch erläutert, dass das in erster Linie natürlich das friedliche Zusammenleben aller Völker geschützt werden soll. Aber es kann natürlich auch Ausnahmesituationen geben, wo eben die Bundeswehr möglicherweise eingesetzt werden muss. So, und ganz zentral ist der Artikel 87a des Grundgesetzes, den ich hier auch fett hervorgehoben habe. Und der findet eben auch auf Außeneinsätze Anwendung. Und da steht eben auch im Wesentlichen drin, dass die Streitkräfte außer zur Verteidigung nur dann eingesetzt werden dürfen, wenn dies durch das Grundgesetz ausdrücklich zugelassen ist. Macht ja auch Sinn. Das heißt, wir haben so eine Art, wir haben Möglichkeit zur Verteidigung, dann haben wir irgendwie Ausnahmefälle, wenn eben nicht Verteidigung ist. Aber dieser Ausnahmevorbehalt ist eben auch unter diesem Gesichtspunkt, dass ein völkerrechtliches Friedensgebot erstmal herrscht, grundsätzlich eng auszulegen. Das heißt, in erster Linie sind nur solche Situationen des inneren Notstands betroffen oder überregionale Unglücksfälle, wo zum Beispiel allein Polizeibehörden oder sonstige Sicherheits- und Ordnungsbehörden überfordert wären mit ihren technischen Kapazitäten, organisatorischen Ressourcen, einen Fall zu beheben. Also zum Beispiel Eschede, das Zugunglück, der ICE-Vorfall 1998, das war eben so ein Fall, wo eben so ein überregionaler Unglücksfall auch gewesen ist, der dann erfordert hat, eben, dass auch Einsatzkräfte der Bundeswehr eingesetzt werden mussten. Und informationstechnische Operationen des Militärs und eben der Einsatz von bewaffneten Streitkräften beziehungsweise eben eine bewaffnete Unternehmung sind durchaus auch von Artikel 87 Grundgesetz umfasst, soweit eben dieser Einsatz im Cyberraum, das heißt diese informationstechnische Operation, mit der traditionellen militärischen Einwirkung vergleichbar ist. Jetzt stellt sich im nächsten Schritt die Frage, juristisch, was ist eigentlich traditionelle militärische Einwirkung und Vergleichbarkeit? Und hier ist hervorzuheben, dass eben die Vergleichbarkeit mit militärischen Einwirkungen nicht zwingend irgendeine Art von militärischen Kampfhandlungen voraussetzt. Das heißt also, es reicht aus, wenn die Anwendung militärischer Gewalt konkret möglich erscheint, wenn irgendwie ein Drohneinschüchterungspotenzial dadurch besteht, dass die Bundeswehr tätig würde, also durch personelle und sachliche Mittel des Heeres, und wenn eine gewisse prognostische Erwartung besteht. Und da auch natürlich, deswegen redet man ja über dieses Thema Hackback so, mittels informationstechnischer Mittel, also wie es im Recht verstanden wird, eine erhebliche Sabotage auch von staatlichen, von privaten Infrastrukturen durchaus nicht völlig ausgeschlossen ist, dürfte eben dieser Hackback regelmäßig mit einem physischen Angriffsmittel tatsächlich auch vergleichbar sein. Ah ja, perfekt. Um nochmal zurückzuschauen, wo sind wir eigentlich? Also wir müssen jetzt erstmal beurteilen, sind wir eben im Rahmen dieses 87a Grundgesetz drin, und dafür muss eben gefragt werden, ob eben informationstechnische Operationen mit der traditionellen militärischen Einwirkung vergleichbar sind. Und das haben wir jetzt ja eigentlich im Wesentlichen bejaht. Die verfassungsrechtliche Folge, die daraus resultiert, ist, dass der Einsatz der Bundeswehr für den Hackback, auch wenn sie dazu jetzt in der Lage sein sollte, eben einen klassischen Verteidigungsfall voraussetzt. Was ist dieser Verteidigungsfall? Eine Reaktion auf eine auch nur unmittelbar bevorstehende militärische und eindeutig dem Angriffsziel zurechenbare Gewaltanwendung, die von außen kommt oder den Beistand eines angegriffenen Staates erfordert, soweit das Völkerrecht dies zulässt. Und da finden wir einige weitere Informationen auch in der UN-Charta drin. Und es ist eben tatsächlich so, wenn man von einem Verteidigungsfall spricht, dann ist das auch eng auszulegen. Also Juristen lieben ja Definitionen und müssen sich natürlich die Fragen, wann ist eben diese Erheblichkeitsgrenze zum militärischen Angriff tatsächlich auch überschritten? Und das ist nur dann der Fall, wenn die zur erfolgreichen Angriffsabwehr gängigen polizeilichen Mittel eben nicht mehr ausreichend sind. Und das, um jetzt auch so langsam zum Höhepunkt, sage ich. Ja, genau. Richtig, genau. Um jetzt so langsam zum Höhepunkt, hätte ich jetzt gesagt, also um zum Fazit zu kommen,
Also diese eng auszulegenden verfassungsrechtlichen Kriterien, die wir jetzt gerade gesehen haben, die ja gerade diesen unmittelbaren Angriffsfall aus dem Ausland voraussetzen, dürften für diesen gegenwärtig skizzierten Regelfall, den wir da in dieser politischen Blaupause von ganz zu Anfang dieses Vortrags gesehen haben, für diesen Regelfall des Hackbacks nicht erfüllt sein. Das ist in meinen Augen ziemlich eindeutig. Und wenn wir jetzt nochmal zurückschauen und überlegen, ach, wir haben ja diese zwei Einrichtungen, NCAZ und dann die sogenannte politische Gremium, das dann über das Thema Hackback entscheiden soll, die sind ja eigentlich gar nicht befugt dazu. Also wenn die Bundeswehr da tätig würde, dann sind die gar nicht befugt. Also es ist weder ein politisches Gremium befugt, sondern noch das NCAZ darüber befugt, zu entscheiden, ob jetzt ein Hackback durch die Bundeswehr stattfindet, sondern das ist eben allein der Bundestag. Und Offensivmaßnahmen der Bundeswehr in diesem, in diesem Informationsraum, in dem CIR, die nicht unter das Selbstverteidigungsrecht fallen, sind eben tatsächlich dann auch völkerrechtswidrig und in diesem Rahmen ein sogenannter Act of Aggression, weil sie das Gewaltverbot, das Völkerrechtliche, tatsächlich dann auch missachten. Also, was sind die drei Schlussfolgerungen, die wir ganz zentral jetzt daraus ziehen können in juristischer Hinsicht? Also der Einsatz der Bundeswehr ist in jedweder Hinsicht, also jetzt nicht nur bezogen auf digitales Tätigwerden, nur die absolute Ausnahme und nicht der Regelfall. Und darum, was eben auch oft diskutiert wird, gehen eben auch diese Überlegungen fail, dass man sagt, naja, wir haben einen NATO-Bündnisfall für Cyberattacken generell vorliegen, aber das Problem ist, diese übersteigen gerade vielfach nicht die Schwelle zu diesem zu dieser geforderten Vergleichbarkeit, zu einem bewaffneten Angriff, sodass wir nicht auch generell bei einer Cyberattacke eben diesen NATO-Bündnisfall annehmen können. Und daraus als letzte Schlussfolgerung kann man dann eben ableiten, dass der Hackback höchstens für den Fall eines tatsächlich unmittelbar bevorstehenden Angriffs rechtlich zulässig ist, aber nicht für diese Fälle, die dann irgendwie in diesem Konzeptpapier so ganz grob umrissen sind. Also Fazit und Ausblick. Also wir haben irgendwie zwei Perspektiven auf dieses Thema, ja auch im Rahmen der Veranstaltung, im Rahmen dieser Veranstaltung. Also unabhängig von der juristischen Debatte, die man darum führen kann und die auch noch lange nicht abgeschlossen ist, weil es keine entsprechenden gesetzlichen Grundlagen ist, weil man noch nicht diese ganzen Befugnisse voneinander abgrenzt, haben wir eben natürlich die Frage, technisch und gesellschaftspolitisch, bringt das überhaupt was? Haben wir überhaupt einen Effektivitätsnachweis? Und das muss in meinen Augen, bevor man jetzt das Thema rechtspolitisch weiter angeht, erstmal auch auf eine gewisse Weise vielleicht auch wissenschaftlich untersuchen. Und da ist es ja eben auch oft so, ihr alle werdet diese ganzen Maßnahmen kennen, allen voran die Vorratsdatenspeicherung, die immer wieder kommt. Wir haben gegenläufige Gutachten oder das Thema Videoüberwachung, wo auch nicht tatsächlich wirklich konkret nachgewiesen ist, dass das unbedingt so viel bringt, aber wo es dann erstmal in den rechtspolitischen Dialog eingebracht wird, ein Gesetz gemacht wird und dann sieht man ja mal, funktioniert es nicht, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht. Also das muss jetzt eigentlich noch vorgelagert, bevor man jetzt im juristischen Sinn über irgendwelche Kompetenzen und Befugnisse spricht, eigentlich erst einmal geklärt werden, weil das ist eigentlich, sollte eigentlich jedweder Gesetzgebung vorgelagert sein und nicht nur im digitalen Bereich. Und wir haben gesehen, die Nachrichtendienste und die Polizei- und Strafverfolgungsbehörden sind eben nicht die richtigen Akteure, um Hackbacks durchzuführen, auch wenn es irgendwie erstmal anders kommuniziert wird. Gegenwärtig dürfen Hackbacks außerdem keine erheblichen Cyberangriffe sein, die einer militärisch geführten Operation gleichkommen, weil sonst haben wir eben dieses Thema Bundeswehr wieder mit drin. Was ich aber auch noch einbringen möchte, gerade auch anschließend an die Podiumsdiskussion, IT-Sicherheitsgesetz 2.0, der Entwurf sieht ja tatsächlich vor, dass das BSI zum Beispiel auch eine aktive Detektionsmöglichkeit für Cyberangriffe, für Cyberunsicherheit, Cybervorfälle bekommt. Und man könnte sicherlich überlegen, natürlich nicht in dem Ausmaß eines Hackbacks, aber dass das BSI dann auch vereinzelt vielleicht im Ausland tätig werden könnte, um bestimmte Gefahren, die zum Beispiel für Unternehmen drohen oder für staatliche Einrichtungen, abzuwehren. Jetzt noch ganz kurz einige weiterführende Quellen und Literatur. Also ich lade diesen Vortrag auch hoch, sodass der dann eingesehen werden kann. Das Ganze ist so ein bisschen so ein Spin-off aus einem Beitrag vom Verfassungsblog und ich habe da jetzt auch noch ein Paper zu verfasst, was so ein bisschen wissenschaftlicher ist und noch länger. Das wird jetzt irgendwann demnächst in der Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht erscheinen. Dann diese Recherche mit diesem
also von Herrn Tanriverdi, so ein Digitalredakteur ist das, für den Bayerischen Rundfunk. Und da steht eben auch was drin zu diesem White Paper der Bundesregierung mit diesen Hackback-Plänen. Von Netzpolitik haben wir von Anna Biselli und André Meister da eigentlich ganz gute Sachen mal zusammengestellt. Dann noch der Link auf diesen, auf dieses Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst aus 2018, ist auch noch ganz interessant zu lesen. Und wenn man sich wirklich noch weiter in das Thema einlesen will, hier noch der letzte Verweis, zwei juristische Fußnoten. Schaller und Tsiolkovsky haben da 2018 und 2019 auch schon was zu geschrieben. So, das war's jetzt. Ich hoffe, ich habe erstmal nicht zu viel geredet und freue mich jetzt auf Fragen und Diskussionen. Ja, herzlichen Dank, Dennis, für den Vortrag. Viel Cyber und jetzt haben wir bestimmt ein paar Fragen. Ich komme rum, wer die Hand hebt. Gleich hier vorne. Du hast in der Folie vor dem Fazit gesagt, dass der Bündnisfall eher schwierig bis selten wahrscheinlich ist. Wenn jetzt also die NATO sagt, wir bitten Deutschland um Cyberhilfe, weil wir da Probleme haben und ihr kennt euch damit aus, dann ist das gar nicht so ohne weiteres realisierbar, weil ich hatte anderes gehört nach dem Motto, man baut gerade Kompetenzen so auf, dass man für die NATO ein bisschen aktiv wird und so. Ja, also das Problem ist halt, dass sowas in dem Sinn noch nie wirklich realistischerweise vorgekommen ist und dass wir deswegen auch die ganzen juristischen Überlegungen sehr theoretischer Natur sind. Und wenn man jetzt behauptet, ja, das ist in jedem Fall ein NATO-Bündnisfall, würde ich dem widersprechen, weil die Anforderungen eben für einen NATO-Bündnisfall deutlich höher gefasst sind. Und da müsste man jetzt auch konkret sagen, was ist das jetzt für ein Angriff auf einen anderen Staat, der da jetzt ist und was für Auswirkungen hat der auch gesamtgesellschaftlich, zivilgesellschaftlich. Aber in meinen Augen ist hier wie auch schon die Schwelle für diesen Bundeswehreinsatz nach, ja, ich glaube, das bringt jetzt nicht, wenn ich hier hoch, also die Schwelle nach 87a Grundgesetz, genau, ist vergleichbar hoch anzulegen hier. Und damit wäre man im Regelfall auch nicht bei diesem Thema NATO-Bündnisfall. Aber Island zum Beispiel beim Thema, aufgenommen wird. Ich. Wie bewertest du das, was damals in Estland passiert ist, wo ja darüber diskutiert wurde, ob das ein NATO-Bündnisfall ist? Also da muss ich jetzt erstmal so ein bisschen in meinem Gedächtnis kramen. Da wurden Banken, glaube ich, angegriffen, oder? Genau, also ich glaube auch Regierungsbehörden oder ähnliches, aber das war ja nicht so, dass es irgendeine gesamtgesellschaftliche Auswirkung gehabt hätte, die jetzt einem konkreten militärischen Angriffsfall gleich gekommen ist. Also da glaube ich mich jetzt nicht dran erinnern zu können. Deswegen glaube ich, es ist tatsächlich doch noch unter dieser hoch anzulegenden Schwelle anzusetzen. Also wenn man zum Beispiel, ich habe jetzt den Begriff dafür vergessen, aber manchmal werden ja zum Beispiel auch Regierungsseiten vergewaltigt, indem da irgendwelche Daten hochgeladen werden oder ähnliches, irgendwelche Bilder ein. Genau, Defacement, richtig. Das ist völlig unter dieser Schwelle, weil normale Behörden das auch noch regeln könnten. Und für diesen Fall von Estland würde ich auch sagen, das können normale Sicherheitsbehörden des Landes durchaus noch bewältigen. Ich würde da eine Frage hier drüben erstmal rannehmen. Andere Seite. Ich hätte zwei Fragen zu deinen Ausführungen zu den Zuständigkeiten der zivilen Behörden. Du bist ja zu dem Ergebnis gekommen, dass alle zivilen Behörden ausgeschlossen wären für diese Maßnahmen. Hast das jetzt in dem Vortrag vor allem mit einfach gesetzlichen Regelungen begründet. Das würde ja aber ausreichen, einfach gesetzliche Regelungen mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag abzuändern. Vor dem Hintergrund siehst du denn auch verfassungsrechtliche Regelungen, die gegen diese zivilen Behörden sprechen würden? Das wäre Frage 1. Und Frage 2, du hattest zu dem Bundespolizei oder zu den Polizeibehörden ausgeführt, dass sie zudem nicht in Betracht kämen, weil die typischerweise nicht im Ausland eingesetzt werden.
Völkerrechtlich ist es ja so, wenn wir einen Cyberangriff haben, dann ist das ja ein Verstoß gegen das Interventionsverbot oder ein Verstoß gegen die territoriale Souveränität. Das heißt, völkerrechtlich hat der angegriffene Staat ja auch die Möglichkeit, mit völkerrechtlichen Gegenmaßnahmen, gegebenenfalls auch Cybergegenmaßnahmen, auf diesen Völkerrechtsverstoß zu reagieren. Vor dem Hintergrund auch die Frage, siehst du denn verfassungsrechtliche Hürden, Polizeibehörden im Ausland einzusetzen? Weil völkerrechtlich spielt es ja zunächst mal keine Rolle, welche Behörde grundsätzlich zulässige völkerrechtliche Maßnahmen dann im Ausland durchführt. Deswegen die Frage, auch da eben gibt es grundgesetzliche Hürden aus deiner Sicht. Also vielleicht erstmal zur ersten Frage. Also natürlich darf es nicht so sein, also man kann natürlich entsprechende Gesetze schaffen, die entsprechende Befugnisse setzen. Aber ich glaube, damit wären wir tatsächlich ganz schnell auch vom Bundesverfassungsgericht, wenn dadurch versucht würde, bestimmte verfassungsrechtliche Vorgaben, wie zum Beispiel in Artikel 87 GG, dann letztlich zu unterminieren. Das wäre dann ja letztlich auch der Fall. Also ich würde sonst, wir können sonst gleich auch nochmal kurz sprechen. Jetzt muss ich mal überlegen, die zweite Frage war... Genau. Also ich glaube, das sind einfach zwei Betrachtungsebenen. Also du hast ja einmal die völkerrechtliche Ebene und du hast die Ebene der Verfassung und der einfachen Gesetzgebung. Und ich glaube, da ist es ganz einfach so, da muss man differenzieren. Also was eine völkerrechtliche Frage ist, was zulässig ist oder unzulässig ist, ist nicht gleichzeitig auch eine Frage, die eben mit der Beurteilung nach der bundesdeutschen Verfassung gleichläuft immer. Also ich glaube, das sind zwei völlig verschiedene Bereiche, insoweit die auch unterschiedliche Anforderungen da besitzen. Dankeschön. Dann hier drüben eine Frage. Ja, danke. Ich würde gerne nochmal auf den militärischen Bereich eingehen. Ich glaube, da geht einiges munter durcheinander. Zum einen würde ich gern erinnern, auch Artikel 24 des Grundgesetzes, der an der Stelle auch einschlägig ist. Also kann sich Systemen gegenseitiger kollektiver Sicherheit anschließen. Und dann eigentlich die Grundsatzfrage an dieser Stelle, nämlich ob das Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 der UN-Charta greift. Das hängt, da hätte ich mir vielleicht den Begriff Tallinn Manual noch gewünscht an der Stelle, das hängt natürlich davon ab, in welcher Größenordnung ein Angriff ist. Also unabhängig davon, ob man das gut findet oder nicht, ist jetzt natürlich die Frage, ob ein Land mit militärischen Mitteln, Klammer auf, inklusive Cybermitteln, Klammer zu, reagiert, hängt davon ab, welche Größenordnung und welche Schadenswirkung der entsprechende Angriff hat. Also mal ganz in Papierkorb gesprochen, ein Cyberangriff, der alle noch vorhandenen deutschen Atomkraftwerke gleichzeitig in die Luft gehen lässt, dürfte sicherlich diese Schadensschwelle überschreiten. Insofern, ich stimme da völlig zu, dass man sagt, nicht jeder Hackback-Fall, wie er diskutiert wird, ist auch nur im Ansatz eine Aufgabe für Streitkräfte. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, wenn es eine bestimmte Größenordnung erreicht, wo man sagen würde, Streitkräfte würden konventionell reagieren, dürfen sie natürlich auch mit solchen Mitteln reagieren. Das ist meine Aussage oder auch meine Frage. Und nur zur Ergänzung noch, der NATO-Bündnisfall fällt ja nicht vom Himmel, sondern wird von allen NATO-Mitgliedern einstimmig, und das ist wichtig, einstimmig beschlossen. Das heißt, da kommt nicht die NATO und sagt, ey Deutschland, Bündnisfall, machst du mit, sondern... Da hat schon die Bundesregierung vorher im NATO-Rat zugestimmt. Und nur als letztes Bonmot, selbst im Bündnisfall, so ist das Bonmot, entscheidet jedes Land, wie es reagiert, ob es ein Beileidstelegramm schickt oder eine Panzerdivision. Und natürlich in diesem Fall auch. Danke. Also klar, das stimmt schon. Also man hätte es mit dem Tallinn-Manuel sicherlich nochmal erwähnen können. Was jetzt... Auch was du jetzt gesagt hattest, im Hinblick sämtliche Atomkraftwerke gehen hoch oder ähnliches. Also es gibt natürlich Konstellationen, in denen man sich vorstellen könnte, was ja auch dann verfassungsrechtlich möglich ist, wo die Bundeswehr entsprechend tätig werden kann. Aber so wie es jetzt skizziert wird, sage ich mal, dieses Hackback-Szenario, das hat noch relativ wenig mit diesem Super-GAU zu tun, den du gerade dargestellt hast. Ja, ja. Dankeschön. Nächste Frage hier aus der Mitte.
Ist das, ja, ist an. Ich würde gerne dafür plädieren, dass wir differenzieren zwischen militärischem Einsatz und dann halt auch dem Völkerrecht und dem zivilen Einsatz, gerade bei Hacking-Back-Operationen und dann das Grundgesetz. Also auf der einen Seite stimme ich natürlich vollkommen zu mit dem, was gesagt wurde, weise auch nochmal darauf hin, dass nach Artikel 25 Grundgesetz das Völkerrecht auf jeden Fall immer innerstaatliches Recht und auch das Grundgesetz aushebelt und daher in Fällen eines bewaffneten Konfliktes oder in Fällen von Artikel 51 UN-Charta, also wenn das Selbstverteidigungsrecht aktiviert ist, auf jeden Fall immer die Bundeswehr das Mandat bekommt und dann auch zurückhacken kann oder was auch immer in irgendwelchen anderen militärischen Bereichen dann agieren kann. Also das ist das eine. Die Hacking-Back-Debatte, so wie ich sie beobachtet habe, bezog sich aber eher auf die Frage, welche zivilen Einrichtungen überhaupt in der Lage sind, Hacking-Back-Operationen durchzuführen. Welches, ob sie rechtlich das Mandat haben oder nicht, war in der Diskussion meiner Ansicht nach eher nicht die vorherrschende Frage, da ja das Mandat zum Beispiel der Bundespolizei oder des BND oder des BSI durch das Informationssicherheitsgesetz 2.0 erstens abgeändert werden kann und dann auch nochmal im innerstaatlichen Recht angepasst werden kann. Also meiner Ansicht nach wäre das politisch gar kein Problem, zu sagen, ja okay, ab jetzt hackt das BSI, der BND, wer auch immer, auf wen man sich dann eben einigt im zweiten Informationssicherheitsgesetz, zurück. So, das ist das eine. Dann zu dem NATO-Bündnisfall, also 2007 bei den Estland-Angriffen, war Estland tatsächlich so weit, den NATO-Bündnisfall auszurufen. Also es war tatsächlich keine kleine Sache und die estnischen Sicherheitskräfte zu dem Zeitpunkt konnten nicht Herr der Lage werden. Also in der Hinsicht waren sie kurz vor dem war man kurz vor dem NATO-Bündnisfall. Der estnische Ministerpräsident hat den aber ja dann auch nicht ausgerufen. Und es ist ja auch strittig, ob das, was da passiert ist mit den DDoS-Attacken, eben die Schwelle zu einem bewaffneten Konflikt überschritten hat. Aber es war in dem Moment nicht die Frage. Da stand man eben kurz vor dem Ausrufen des NATO-Bündnisfalls. Falls meine Frage in diesem Punkt oder zu dem Vortrag wäre, auch wenn vielleicht nach jetzigen Stand, also Anfang 2020, rechtlich laut innerstaatlichem Recht keine Behörde dazu befugt wäre, heißt das ja nicht, dass das Ende 2020, zum Beispiel wenn das Informationssicherheitsgesetz 2.0 draußen ist, immer noch so ist, weil das Recht kann ja auch abgeändert werden und auch die Befugnisse des BSI zum Beispiel können ja auch abgeändert werden. Und was ist denn mit solchen Fällen? Also wenn man dann die Bundeswehr tatsächlich außen vor lässt, weil das die Bundeswehr in Fällen von bewaffneten Konflikten eingreift, ist ja klar. Also ich meine, wir haben ja entsprechende Infrastrukturen bei der Bundeswehr zweifelsohne geschaffen. Und man müsste für diesen Fall sicherlich überlegen, wie das, was wir schon haben an Infrastruktur, abgegrenzt werden kann gegen das, was einfache Behörden wie zum Beispiel das BSI machen können. Und was ich aber nach wie vor, also IT-Sicherheitsgesetz 2.0 hin oder her, was ich halt kritisch und auch eigentlich verfassungsrechtlich unzulässig fände, wäre, wenn tatsächlich der Bundesnachrichtendienst ein Mandat bekäme, solche Operationen durchzuführen. Also da würde ich nach wie vor sagen, auch rechtlich gesehen, also unabhängig von den technischen Fähigkeiten, kann nicht jede Behörde hier ein Mandat haben, um Cyberoperationen, also vielleicht auch unter der Schwelle des Hackbacks angesiedelt, durchzuführen. Am ehesten würde ich das persönlich tatsächlich noch beim BSI vermuten, weil man sagen könnte, naja, wir haben es geht darum, den Schutz, den operativen Schutz von bestimmten Infrastrukturen, BSI schützt ja auch mit kritischen Infrastrukturen, aufrechtzuerhalten. Und es auch sein kann, dass man eben nicht nur passiv auf irgendwas reagiert, sondern auch aktiv Gegenmaßnahmen ergreifen muss. Aber ich würde trotzdem, glaube ich, davon absehen, zu sagen, also wir können jedweder Behörde theoretisch zusätzliche Befugnisse auf einfach gesetzlicher Ebene einräumen. Also auch wenn es jetzt nicht ein Hackback ist, sondern vielleicht auch in der Schwelle darunter angesiedelt ist. Dankeschön. Damit ist die Zeit für diesen Vortrag vorbei. Leider auch nicht mehr für eine Frage, die davor waren leider sehr ausführliche Wortbeiträge. Damit danke Dennis für diesen Vortrag und er...